Jedes Jahr am 3. Oktober ist der Tag der offenen Moschee. Und in jedem Jahr wird diese Gelegenheit genutzt von Nichtmuslimen, mal eine Moschee von innen zu sehen, Muslime kennenzulernen, etwas über den Islam zu erfahren. Und die Gäste sind tatsächlich querbeet, von bis. Ältere Ehepaare, Jugendliche, die einfach neugierig sind, Angehörige von Konvertiten, Nachbarn, die komplette Bandbreite. Und jetzt stelle ich mir einmal vor, Hannelore, 55, kommt zum ersten Mal in eine Moschee. Am Eingang zieht sie ihre Schuhe aus. Das weiß man inzwischen, dass man eine Moschee ohne Schuhe betritt. Ein Bruder sieht sie, kommt freudestrahlend auf sie zu, begrüßt sie und fragt als allererstes, was hält sie davon ab, den Islam anzunehmen? Das ist die erste Frage. Was hält sie davon ab, den Islam anzunehmen? Hannelore ist erstmal verwirrt. Was hält mich davon ab, den Islam anzunehmen? Ich habe den Islam dort noch gar nicht kennengelernt. Wie kommt der Junge nur darauf? Aber gut, sie lässt sich nicht abschrecken. Sie geht weiter in die Moschee und trifft auf der Treppe einen weiteren Bruder. Der schaut sie an, erkennt, dass sie offensichtlich keine Muslima ist und sagt als allererstes, möge Allah sie recht leiten. Hannelore ist verwirrt. Recht leiten, wieso? Was stimmt denn mit mir nicht? Aber gut, sie geht weiter in die Moschee und jedes Mal, wenn sie jemandem begegnet, hört sie immer, wie dieser jemand den Wunsch zum Ausdruck bringt, dass sie doch den rechten Weg finden möge. Welchen Eindruck hätte Hannelore wohl? Hätte sie nach diesen Erfahrungen wirklich noch Lust, etwas vom Islam zu erfahren? Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich glaube, beim Tag der offenen Moschee würde das auch so nicht passieren. Nein. Das wüssten wir, dass das wohl eher abschreckend wäre. Da passiert das nicht. Aber unter YouTube-Videos, da passiert das haargenau so. Und zwar jedes Mal, wenn ein Nicht-Muslim kommentiert und sich als solcher zu erkennen gibt. Was hält dich davon ab, den Islam anzunehmen? Möge Allah oder der allmächtige Gott sie recht leiten. Mal ganz im Ernst. Was sind das für Fragen? Was hält sie davon ab, den Islam anzunehmen? Er hätte jedes Recht, umgekehrt zu fragen. Warum sollte ich den Islam annehmen? Es ist doch nicht so, dass jeder einfach mal so den Islam annimmt, nur weil er gerade keinen Hinderungsgrund hat. Aber das eigentliche Problem bei dieser Frage ist, dass sie sehr arrogant rüberkommt. Denn sie setzt eine gewisse Selbstverständlichkeit voraus, dass doch eigentlich jeder schon längst den Islam angenommen haben sollte. Und jetzt muss der Kommentator sich dafür rechtfertigen, warum er dieser Selbstverständlichkeit nicht schon längst nachgekommen ist. Und ebenso verhält es sich, wenn ich jemandem ins Gesicht sage, möge Allah dich recht leiten. Jetzt mal unter uns. Rechtleitung wünschen wir uns alle. Wir bitten darum in jedem Gebet. Aber wenn jemand zu uns sagt, möge Allah dich recht leiten, wie empfinden wir das dann? Empfinden wir das als höfliches, gut gemeintes Bittgebet? Oder empfinden wir das nicht eher als arroganten Hinweis darauf, dass mit uns irgendetwas nicht stimmt, dass wir uns gerade nicht auf dem rechten Weg befinden? Und meint ihr, bei einem Nicht-Muslim kommt das anders rüber? Wenn jemand unter einem meiner Videos oder von mir aus auch bei einem anderen kommentiert und es ist kein Trollkommentar, dann ist schon viel erreicht. Er hat offensichtlich keine Voreingenommenheit gegenüber dem Islam und den Muslimen. Und er schaut sich Videos von Muslimen an, um zu hören, was sie zu einem Thema zu sagen haben. Lasst ihn seinen Weg gehen. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass er sich ein Video von mir oder einem anderen anschaut. Und irgendwann, falls nicht schon längst geschehen, stößt er auch auf Themen wie, was ist der Sinn des Lebens? Was ist Islam? Ich kann den Wunsch verstehen, dass man das beschleunigen möchte. Aber das wird sicher nicht passieren durch eine Person in einem YouTube-Kommentar, die er überhaupt gar nicht kennt. Das bewirkt, glaube ich, eher das Gegenteil. Lasst die Leute einfach. Sie sind schon da, sie schauen sich um und jeder hat seinen eigenen Weg. Und wenn ihr Bittgebete sprechen wollt, dann tut es. Aber so, wie es eigentlich gedacht ist. Nicht in das Gesicht eines anderen, sondern im Stillen, an den Schöpfer von Himmel und Erde gerichtet. Wer setzt sich für dich ein, wenn du diskriminiert wirst? Wir tun das. Und wir können das, weil wir Mitglieder haben. Und deswegen werde auch du Mitglied, damit wir dir helfen können.
Link ist in der Videobeschreibung. Draufklicken, es dauert keine 2 Minuten und Kinder kostenfrei mit anmelden.